Jetzt bin ich doch glatt. Ingwer. Ingwer Blend. Eisen, Ferros. Zwei Eisen, ein Ferros, genau. Das müsste, glaube ich, auch im Ingwer Ingots. Müsste nämlich auch im Dings gehen. Induction Smelter. Eisen. Ah, das muss ein Metall sein, oder was? Ja. Okay. Müssen wir also erst brennen, unseren Ferros. So. Machen wir das so. Ach, da hätten wir noch ein Ferros gehabt. Schaut an. So, drei Ferros. Zwei. Vier. Das müsste eigentlich lang. Zwei hatten wir ja noch. Weil mit dem Eisen müssen wir gerade ein bisschen knauserig sein. Zumal wir jetzt noch zwei Eisen brauchen. Einmal. Zweimal. Passt so gerade. Und juhu, wir haben einen Magma Crucible. Der braucht natürlich wieder Strom. Den klatsche ich jetzt erstmal hier hin. Ich will jetzt einfach nochmal die Lava für draußen haben, um zu sehen, ob es funktioniert. Den bauen wir dann gleich wieder ab. So, der braucht jetzt mal ein bisschen Strom, an dem wir jetzt nicht mehr rankommen, weil der zugebaut ist. Dann nehmen wir von hier Strom. Da hat er Strom. Dann brauchen wir wieder Cobblestone. Wovon ich hier nichts habe, wovon ich hier gerade auch nichts mehr habe. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel er braucht. Ich nehme erstmal 4. Mit Charcoal kann der nichts anfangen, mit Pulverized, ne? Nee. Hätte ja klein sein können. Ob da jetzt Cleanstone geht, weiß ich nicht. Ich mach's direkt mit Cobblestone. 4. So. Aus einem macht er nix. Aus 2, 4 macht er nix. Magma Crucible. Du musst mir doch jetzt hier. Ignored. Du musst mir doch jetzt hier dies machen. Er speichert noch. Ah. Warum er es jetzt... Ah so, weil er mindestens braucht. Okay. Oder? Na, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht er mir jetzt Lava. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Millibuckets da rauskommen. Sehen wir dann. Ich glaube, ein Cobblestone sind 250 oder so. Und dann müssten 4 ein Eimer sein. Dann können wir uns ja schon mal unseren Eimer nehmen. Und dann gleich draußen die Lava hinschmeißen. Wir können uns aber auch noch eben schnell... Nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Ich habe mir überlegt, den Voltmeter zu bauen von Immersive Engineering. Aber wir haben noch kein Threaded Wood, um den bauen zu können. Von daher hat sich das erledigt. So, wie viel kommt da jetzt raus? Oh, ein Cobblestone, ein Eimer. Das langt doch. Stopp. Das langt doch. Den ich jetzt so nicht rauskriege. Ach Mensch. Ich muss noch den Fluttransposer bauen. Ich krieg den so nicht raus. Oder? Ich kann es mal versuchen. Nein. Kriege ich so nicht raus. Wir brauchen noch den Fluttransposer. Transposer. Da haben wir ihn. Brauchen wir nochmal Kupfergears. Da haben wir diesmal Kupfer. Hier haben wir nochmal Eisen und ein Zinngear. Das heißt, ich brauche nochmal 5 Eisen und einen Eimer brauche ich. Mist. Ich habe wieder nicht genug Eisen. Leute, wir müssen schon wieder Eisen holen. Wie viel Eisen haben wir denn hier? Ja, das ist zu wenig. Um daraus ein ganzes Eisen zu kriegen.
Jetzt haben wir hier eine schöne Lava, die wir nicht rauskriegen. Ach Mensch. Andere Idee. Andere Idee. Einen Tank. Wir bauen uns einen Tank. Und zwar meinetwegen den Portable Tank. Das sind nämlich nur 4 Glas und ein Kupfer. Das ist eine gute Idee. Ich brauche nochmal 4 Sand. Einmal noch. Zack. Den brennen. Stone. Kaputt hauen. Pulverizer. 4 Cobblestone. Weil dann kriegen wir nämlich auch unseren Eimer, dann brauchen wir den Fluidtransposer nicht. Hätte ich auch direkt drauf kommen können. Nein, ich muss immer erst kompliziert denken. Ich weiß auch nicht warum. So, 4 Glas. Ein Kupferatom ist schon mal in die Mitte. Dumm, dumm, dumm. Und wir müssen hier schon wieder Energie nachlegen. 1, 2, 3, 4. Und wir haben einen Portable Tank. Juhu. Den Portable Tank klatschen wir uns hier hin. Sagen an der Seite bitte Ausgang. Zack. Und schon ist er da drin. Und dann kann ich nämlich hier mit dem Eimer dran gehen. Und ich habe meine Lava. So einfach kann das gehen. Jetzt packen wir unsere Lava hier rein. Tada. Und der sollte jetzt Strom erzeugen. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht wirklich nachprüfen, wie viel. Ich habe kein Voltometer. Wie viel da jetzt rauskommt. Ich glaube, das sind aber so 6 bis 8 RF pro Tick bei Wasser und Lava. Je höher der Temperaturunterschied, umso effektiver arbeitet der. Aber so haben wir auch nachts Strom. Ich wollte doch, das werden wir jetzt mal direkt testen. Warte mal, kann ich das so testen? Ja, wir haben ja noch Kabel, wir haben noch Dinger, genau. Haha. So, der kann eigentlich erstmal wieder abgebaut werden. Der steht nämlich hier im Weg, genau wie das. Das klatschen wir, keine Ahnung wohin, dahin. So. Wir bauen uns jetzt, genau, die Leanstone Energy Cell fertig. Usage. Nee, haben es nicht. Obwohl, nee, wir haben kein Invar, wir haben kein Eisen für Invar. Und wir brauchen Invar für die Hardens, wir brauchen aber für die, für die Leadstone. Brauchen wir Kupfer nur und die Redstone Conduit. Warte mal, die war glaube ich aus, 3 Kupfer auf jeden Fall schon mal, so. Ich glaube aus Elektrum, ne, wenn ich mich nicht täusche. Elektrum hatten wir hier noch. So. Das war nämlich die aus Dings. So, genau. Die ist ja jetzt leer. Und dann nehmen wir uns mal, dann kann ich euch gleich sagen, wie viel die produziert. Ein LV-Wire und ein Coil. So. Tada. Dann trennen wir das Ganze hier mal. Was so nicht geht. So geht's aber. Das fliegt jetzt bis zur Sonne. Dann packen wir die nämlich mal hier ran. Und packen den daran. Und verbinden das Ganze. Schon sollten wir sehen, wie viel da rauskommt. Lässt sich jetzt schlecht schätzen, aber doch. Ich sag mal, wenn wir davon ein paar bauen, die miteinander verbinden, sollte ja machbar sein. Kann auch sein, dass er noch effektiver ist, wenn man jetzt hier noch Lava hinmacht und da noch Wasser. Bin ich überfragt, kann ich nicht sagen. Müsste man ausprobieren. Aber er gibt uns Strom. So, und das ist die Hauptsache. Das heißt, wir connecten hier wieder. Zack,
Und zack, jetzt gibt er in beide Richtungen Strom. Dann kann er die nebenbei mal aufladen und da gibt er uns Strom rein. Aber im Moment ist ja Tag, wir haben ja hier Strom für unseren Sauerstoff, die gerade verschwindet. Wir sollten, glaube ich, nicht diese Zelle hier nebenbei aufladen. Die saugt zu viel. Nein, mit der Waffe. Na, der verbraucht immer noch zu viel Strom. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Puffer dazwischen bauen und ich glaube, ich baue den mal direkt hier unten ein. Ich glaube, ich habe da was verloren. Hallo, Kabel. Wir bauen den mal direkt da unten ein, weil wir haben ja jetzt hier unseren Puffer in die Richtung und der ist auch schon ziemlich leer, weil wir die ganze Zeit oben chemisch gebraut haben und den Pulverizer haben laufen lassen. Wir bauen hier auch nochmal einen Puffer ein und hier ist der sogar ziemlich wichtig. Das heißt, wir trennen mal hier, setzen die mal rein und sagen, hier bitte Eingang und da bitte Ausgang. So, dann läuft der Strom im Prinzip nur durch. Jetzt komme ich von hier nicht ran, dass ich sagen kann, doch. Genau, da füllt er wieder. Da läuft der Strom im Prinzip da nur durch. Aber wenn da oben weniger Strom gebraucht wird, dann lädt er das halt hier stärker auf und dann haben wir wieder einen Puffer. Also Strom ist noch unser Manko. Da müssen wir noch arg dran arbeiten, zumal wir immer mehr Maschinen bauen und mehr Strom benötigen. Aber wie gesagt, das ist eine sehr gute Methode. Nicht sehr effektiv. Es könnte effektiver sein, aber da kann man doch mit arbeiten. So, und wir sind an Lava rangekommen, ohne in Nether zu gehen. Juhu! Ist das nicht toll? Da würde mich auch mal interessieren, ob wir jetzt MFR-Maschinen bauen können. Also sprich, ob wir an den Plastiksheet rankommen, beziehungsweise an den Rubber. An diesen hier, kann man den synthetisch herstellen? Nein, den gibt es nur so. Kann man den synthetisch herstellen? Nein. Okay. Kann man das synthetisch herstellen? Nein. Das? Auch nicht. Na, das ist aber jetzt doof. Block auf Plastik. Raw Plastik. Kann man nicht chemisch herstellen. Ah, das ist ja jetzt doof, dass Mindchem nicht mit Mindfactory zusammenarbeitet. Das ist ja jetzt ärgerlich. Das ist ja richtig fies. Da muss ich dann nochmal grübeln. Also hier gibt's Rubber auf alle Fälle. Auf jeden Fall gibt es Rubber. Was macht man denn aus dem? Usage. Ein Chemical Bucket. Fluid Transposer. Ein Cover kann man da draus machen. Ja, wofür ist der dann da? Ich vermute, dass der dann für IC2 ist. Das ist aber jetzt echt ärgerlich. Ein Rubber Sapling. Wie kommt man an einen Rubber Sapling ran? Auch nicht. Da muss ich mal überlegen, ob ich dann
entweder für Rubber selber irgendwie ein Rezept einfüge oder ob ich hier ein Tauschrezept für Saplinge mache. Weil das ist ja dann doof. Oder wir müssen hier oben komplett auf Mindfactory verzichten. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So. Gut. Dann haben wir heute ja ein bisschen was geschafft. Wir haben unsere Lava bekommen, damit wir unseren Strom erzeugen können. Nicht sehr viel, aber vielleicht erweitere ich das. Es kann ja auch sein, dass es jetzt offline erweitert oder wir bauen jetzt gleich noch ein oder zwei davon. Aber wir brauchen auf jeden Fall Eisen und ich muss nochmal minern gehen. Und ich vermute mal, dass ihr da nicht unbedingt sein möchtet, wenn ich jetzt großartig minern gehe. Von daher verabschiede ich mich von euch und danke mir fürs Zuschauen. Und schaut auch mal in mein Tutorial vorbei von Immersive Engineering, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Schaut mal bei den anderen vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mann im Mond mit Captain Protoss. Tschüss!